So, herzlich willkommen, meine Krieger und Krieger, zurück zu Chained Together mit Floki. Juhu! Ah, hallo! Hi. Ja, Floki und ich, wir hatten jetzt einen Monat oder eineinhalb Monate Aufnahmepause. Weil ja, ich aber in wir haben uns ganz heftig gestritten. Achso, ja. Ja, auch, genau. Wir haben uns heftig gestritten. Wir hatten heftige Beziehungskrise. Wir haben uns heftig gestritten und erst nach Berlin abgehauen. Ja, genau. Musste erstmal untertauchen in Berlin, weil Floki sein Araber-Clan auf mich losgelassen hat. Richtig. Und deswegen muss ich erstmal untertauchen. Jetzt bin ich wieder da, nachdem wir uns versöhnt haben per Fax. Es geht noch schneller als Brieftauben. Was? Deswegen. War das die schnellste Option, die wir hatten, ja? Ja. Und, okay, jetzt wird mir gerade das Subway Station angezeigt. Ich habe den Spielstand vom letzten Mal geladen, Freunde. Und jetzt sind wir, jetzt wird's schwierig. Weil wir sind uns beide sicher, dass wir nicht hier gespeichert haben, sondern dort unten. Und wir wissen jetzt gerade nicht, warum wir hier hochgeladen wurden. Floki sagt, wir sollen jetzt einfach hier weitermachen. Aber ich kann es irgendwie nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass wir nicht alle Hindernisse überquert haben. Ich hab da mein Problem damit, so. Ich will da jetzt eigentlich runterhüpfen. So, Leute, ihr könnt entscheiden. Wir warten jetzt 6 Wochen ab, bis die Videos durch sind und dann... Wir machen jetzt einfach hier Podcast für eine halbe Stunde. Richtig. Ich glaube, wenn wir da fett... Wie springt man? Kann springen? Also. Du, ganz ehrlich, ich hab Schiss, wenn wir da runterspringen, dass wir es einfach nicht schaffen. Dann können wir ja den Spielstand nochmal laden. Ich habe ja einen manuellen Spielstand. Komm, Floki. Wir müssen da hin. Und dann. Müssen wir da runter. Müssen wir das wirklich? Ja, wir müssen das. Komm. Müssen wir das wirklich? Stell dir das. Wirklich. Willst du dir wirklich sagen lassen, dass wir eigentlich das Spiel gar nicht richtig durchhaben? Ja, du ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht mehr, was ich überhaupt hier machen muss. Warte mal. Lass mich erstmal ganz kurz testen. Ah. Okay. Mit Shift kannst du sprinten, ne? Warte mal. Ich schweb hier. Kannst du irgendwas machen? Nee. Ah, jetzt. Okay. Boah, nee. Boah, guck mal hier. Was? Wenn wir hier runtergeboxt werden, nach links oder nach rechts, ist vollkommen egal. Also lieber noch nach links, Alter. Aber es ist Untergang, ne? Also ich glaube es ist kompletter Untergang. Das Geile ist, bis jetzt haben wir haben jetzt nur einmal Chained Together aufgenommen, aber das am heißesten Tag des Jahres gefühlt. Ja, jetzt sind die Temperaturen wenigstens angebracht. Ja, aber ich bin trotzdem nicht the yellow from the egg, ne? Also ich bin not on the point, weil der Tag... Ja, aber das warst du noch nie, Floki. Also das hat man in den letzten Folgen auch gesehen. Ja, das ist natürlich sehr wahr, ja. Jetzt komm, lass uns da runterspringen. Also wir nehmen Anlauf und springen da und versuchen auf diese, weißt du schon, also auf den kleineren da unten zu landen, okay? Mhm. Mhm. Das schaffen wir mit Sprint. Mhm. Okay? Mhm. Aber schon mit Leertaste abspringen. Also sprinten und Leertaste abspringen. Okay. Ja, gut. 3, 2, 1, rennen. Boah. Hopp! Das geht. Das kriegen wir hin. Schön. Oh, nein. Okay, ganz ruhig. Lass mal neben dem Ding landen. Okay, das ist doch jetzt die Stelle. Genau, da hinten sind wir gelandet. Da müssen wir jetzt nicht extra runterspringen. Nee. Also wir müssen jetzt quasi von dem Trampolin aus auf dieses Säulending da, gell? Ja klar, nichts leichter als das. Okay, warte, lass mal gucken, wie hoch wir da katapultiert werden. Bumm. Ja doch, es geht schon. Warte. Lass nochmal daneben. Können wir nochmal zur Seite, ja? Okay. Mhm. Ja, und ich würde sagen, wir nehmen von hier aus Anlauf und versuchen möglichst nah an die Kante zu springen und dann direkt in die Richtung weiter zu hüpfen. Okay? Mhm. Jo. Okay. Also quasi wir gehen so... Ja, wir gehen halt noch so vor, springen dann drauf und dann... Let's go. Bist du ready? Mhm. Okay. Das ist das erste Hindernis seit eineinhalb Monaten. Alter, ich habe jetzt schon schwitzige Hände. Okay, ready? Jawohl. 3, 2, 1, go. Schön. Ah, da ist er wieder. Da ist er wieder, der Yoga-Odin. Okay. Fuck, okay. Ja, gut. Boah, das ist unangenehm. Ich glaube, da müssen wir einfach geschickt. Aber guck mal, wir können noch einen Schritt. Also, wir können auf den. Okay, das ist nicht gut. Yoga Odin sollte keinen Krampf haben. Nee, jetzt gerade nicht. Aber guck mal, wir können. Boah, ich habe gedacht, ich spiele ab. Wir können hier auf den Rand noch springen, weil so nah kommt das Teil hier anscheinend nicht ran. Ja,
Meinst du, wir schaffen das? Was ein ist los? Spieler hat sich verbunden? Hä, was ist das denn jetzt? Warte. Hä, warum? Das ist doch kein öffentliches Spiel. Wo sind wir denn hier? Salut? Nix Salut. Nix Salut. deutsche Gastfreundlichkeit, ne? Hein. Warte. Raus hier. Mann, was soll denn das? Hä, ich hab keine. Ja, was ist denn jetzt? Ich weiß es nicht. Warte, ich suche gerade, ob ich das Kontrollpunkt. Warum? Ich muss doch da irgendwie als jemand, der eine Lobby eröffnet hat, die Möglichkeit haben, Leute rauszukicken. No Hubble Esp. Bindet. Was ist denn bindet? Hey Floki, ich kann da nichts. Ich kann da nichts. French I am. Ja, wunderbar. Hör mal auf zu schreiben! Ja, sorry. Weil ich kann da nicht auf die Dinge gehen, auf die. Ich kann wirklich nirgendwo einstellen, dass da niemand. Dass das eine private Lobby ist. Ja, gut, dann müssen wir jetzt nochmal von vorne anfangen. Guck mal, ja, wir weiter auf jeden Fall. Nee. Ich geh jetzt hier raus. Soll ich nochmal Spiel speichern und beenden? Ja, mach mal. Alter, ich häng jetzt gerade in der Luft, ne? Wenn das jetzt. Okay, warte, pass auf, ein Spiel veranstalten. Ach, ich Idiot! Ja, war mein Fehler. Gab's nicht auch sowas wie ein Passwort oder so letztes Mal? Nee, aber ich kann einfach einstellen, ich hab. Das habe ich nicht gewusst. Ich hatte auch noch Beginner-Mode eingestellt. Also ich habe quasi einfach gedacht. Wenn ich meine alte Speicherdatei lade, habe ich gedacht, dass ich dann, weiß schon, dass dann auch die Optionen übernommen werden. Ja, aber ich muss dann nochmal Normal Mode eingeben. Es gibt mittlerweile auch Workshop. Normal Mode, dann nur zwei Players und Close. Siehst du, es hat mich halt verwundert, dass wir auf einmal diese Checkpoints hatten. Diese Fahnen, weißt du? Ach, das ist der quasi der Beginner-Mode. Der Beginner-Mode, ja. Da hat man dann Checkpoints. Und wir sind ja direkt im Normal-Mode reingegangen. Jetzt kannst du mir wieder joinen. Weil dann gab es ja nur noch den Lava-Modus, glaube ich, oder? Ja, genau. Und mittlerweile gibt es anscheinend auch Workshop, also dass man irgendwie Modus selbst machen kann, was irgendwie spannend klingt. Da ist er. Hallo. Weißt du, was so ein bisschen schade ist? Für die Leute, die sich jetzt Chain Together anschauen, für die macht es ja jetzt keinen großen Unterschied, wie wir hier starten, weil die haben ja nicht gemerkt, dass wir 1,5 Monate nichts zusammen gemacht haben. Das ist richtig, für die kommt es ja. Und deswegen kommt es für die gar nicht so rüber. Für uns ist es gerade super weird, hier zurück zu. Ah! Alter. Okay, warte. 3, 2, 1, go. Entschuldigung. Was machst? Was are you making? Was are you making? Alter, wir werden nicht gleich runterfallen. Okay, warte, okay. Ready? Ja. 3, 2, 1, go. Oh, der war schön. Oh, der war mega synchron. Stark. Okay, jetzt da hoch. Sollen wir direkt drauf springen? Ja, wir springen direkt drauf. Okay, schön. Boah, jetzt wird's halt, einfach durchlaufen? Ich würde schon sagen, ja. Und dann meinst du, wir können uns da in der Mitte auf das Kreuz stellen? Also, dass wir da drauf hüpfen können? Bestimmt. Bestimmt schon gehen. Okay. Dann, okay, pass auf, wir warten noch zwei ab. Den noch und beim nächsten laufen wir. Los! Ja, ist ein bisschen glitchy. Pass auf. Ah, nein, ich hab dich, Alter, Floki, du bist gut. Du kannst es viel besser als ich. Okay, ja, noch. Ich hab meine Momente. Pass auf, gell, das ist super close. Ja, ja. Okay, 3, 2, 1, go. Schön. Schön. So. Wie wir diese kleine Kante beide überspringen. Oh, warte. Da müssen wir drauf hüpfen, oder? Ah, da ist jemand runtergefallen.
Ja, ja, da müssen wir draufhüpfen, Digga. Wir dürfen da nicht runterrutschen. Aber was, wenn wir hier oben in mittig drauf springen? Ja, genau, da müssen wir drauf. Ach so. Aber ich glaube, wir rutschen auf dem Ding sonst ab. Ich glaube, wir müssen da sprinten und drauf. Sonst wird's eine enge Kiste. Ja, wir können auch hier links auf die Säule unterm Rand rüberlatschen. Oder lass uns doch so laufen und schräg springen, damit wir im Notfall auf die Säule rutschen, oder? Ja, okay. Okay. Ready? Ja. 3, 2, 1, go. Ah ja, das geht aber easy. Okay. Bisschen nach rechts drauf, ne? Ja, genau, genau. Sollen wir da einfach runterrutschen hier so? Ja, wir können wobei lieber nicht. Lass uns hier so. Oder? Lass uns so. Safe hier. Ich will hier in dem Spiel nicht unbedingt Risiken eingehen. Hallo, was machst du denn? Warum holst du mich hier hoch? Na, wir können doch einfach da drauf springen, oder? Stimmt, maybe. Ah ja, stark. Gut, Floki. Okay. Bei den Sachen habe ich immer Angst, dass die, weißt du, wir springen drauf, führen uns sicher, und dann runter. Fallen wir einfach mit runter, Alter. Ja, Mann. Da habe ich immer Schiss. Boah, guck dir mal hier unten diese Käfige. Das war auch crazy. Ja, ja, ich glaube, das Schwierigste ist, wenn wir runterfallen, ich weiß halt nicht, wie wir das drin haben, dass wir, anstatt uns aufzuregen, möglichst schnell gucken, wo wir landen können. Damit wir den Schaden so ein bisschen minimieren, weißt du? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, ready? Soll ich wieder meine Yoga-Ansagen machen? Ja, ja, ja. Okay. 3, 2, 1, go. 3, oh warte, da müssen wir Anlauf nehmen. Mal mit Sprint, okay? Mhm. 3, 2, 1, go. Okay, und das ist jetzt wieder Balance halten. Das ist deine Spezialfertigkeit, Floki. Wissen wir? Meinst du, ja? Das ist schon mehrfach bewiesen bei dem Knochen. Ja. Das war ein Knochenjob. Ja, auf jeden Fall. Das und war wirklich los. Ein Knochenjob. Und los. Jawohl. 3, 2, 1 und hops. Okay, da wieder mit Anlauf. Oh Gott, da drüben. 3, 2, 1, go. Schön. Oh ja, das wird fucked up da drüben. Oh Gott. Ihr mag das nie. Okay, wir müssen. Wie viel haben wir da? Ja, okay, wir haben nur diese erste viereckige Säule. Die haben wir für uns, ne? Also diesen ersten viereckigen Stein. Ja. Yeah. Hey, wenn das Ding uns wegballert. Dann müssen wir irgendwie schauen, dass wir da unten, siehst du den Weg mit den Drehrädern, dass wir den kriegen. Boah, das ist aber mega Verlust dann wieder, ne? Ja klar, aber müssen wir durch. Okay, jetzt lassen sie erstmal auf den Stein hier vorne springen. Warte, wenn das Teil wegfährt, damit wir uns justieren können. So, jetzt. So, okay. Wir müssen auf jeden Fall erst loslaufen, wenn das schon da vorne ist. Okay? Also, Sicher? Das ist so der Zeitpunkt, wo ich noch nicht loslaufen. Ich sag dir jetzt bloß, wann ich loslaufen würde. Okay. Ich würde jetzt loslaufen, weil dann kommt es uns entgegen, das andere geht weg. Und wir können drüber springen, wenn es zurückkommt. Da noch genug Zeit, wenn es zurückkommt, ja. Genau, und dann müssen wir hochsprinten und auf diese Drehteile springen. Okay. Macht das für dich Sinn? Ja. Aber ich würd ohne Sprint. Ohne Sprint? Nur zum Schluss, wenn wir beide übersprungen haben. Aber halt natürlich mit. Warum kriege ich immer diesen Scheiß-Tipp angezeigt? Der nervt voll. Genau. Mit genügend Puffer abspringen. Okay. Ready? Okay, jetzt noch nicht. Jetzt lassen wir es noch einmal fahren und beim nächsten laufen wir los. 3, 2, 1, go. Okay, das war gut gemacht. Okay, jetzt können wir da easy 3, 2, 1, ups. Ja, da müssen wir so eine Kante erwischen, gell? Sollen wir da mit Sprint machen? Oder ohne? Müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt. 3, 2, 1, go. Ja, es geht aber. 3, 2, 1, ab. Okay, haben wir gut gelöst. Tja, jetzt haben wir wenigstens ein reines Gewissen, Digga. Oh, warte, da müssen wir mit Anlauf drüber. 3, 2, 1, ab. Schön. Tja, wir sind doch hier. Nee, ich sag's nicht. Nee. Wir hatten ein Riesenglück jetzt gerade. Ja. Das war so knapp gewesen, Alter. Richtig knapp. Boah, fuck. Das ist halt wirklich. Das ist übel, gell? Also da ein Verlust. Ich glaube, das bedeutet halt Restart. Ja, auf jeden Fall. Also besonders, wenn es uns nach rechts wegbombt. Auf nach jeden links Fall. Können wir es irgendwie mit Riesenverlusten irgendwie safen, glaube ich. Boah, ich glaube, ich kann das nicht. Doch, da müssen wir jetzt durch. Okay. Okay. Puh, aber ich denke, wir haben einen guten Abstand. Wichtig ist halt, frühzeitig zu springen, ne? Kommst du in mich? Ja,
Ich würde aber nicht näher rangehen. Nee. Okay. Ich zähle wieder runter, okay? Okay. 3, 2, 1, go. Scheiße, scheiße, scheiße. Ruhig, 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 ruhig. Ich hab's verkackt. Okay. Ah, man muss schon ein bisschen nach vorne gehen, gell? Ja. Ich bin gerade hochgesprungen. Okay, pass auf, ich gehe noch ein bisschen hinter, dann mache ich einen Schritt nach vorne und dann springen wir. Willst du auch noch einen Schritt hintergehen? Weil wir springen schon relativ weit. Also ich glaube, wenn wir jetzt hier einen Schritt nach vorne gehen und hüpfen, schaffen wir es. Ja, ich habe halt Tierschiss, wenn wir da einen Schritt nach vorne machen und dann erst springen, dass wir zu weit springen, weißt du? Du kannst aber, also ich habe gerade nach zurück gedrückt, da kannst du deinen Flug ganz gut federn. Mhm, okay. Ready? Mhm. 3, 2, 1, go. Schön. So, selbe Spiel nochmal. Da müssen wir jetzt halt ein bisschen aufpassen. Vielleicht so. Meinst du, es passt, wenn wir nur einen Schritt gehen? Ich denke, das passt, ja. Okay. 3, 2, 1, go. Schön, ja, okay. Boah, das ist voll weit. Ich glaube, da müssen wir sprinten, oder? Boah, pass mega auf, gell, wenn du nach hinten gehst. Ja, weiter würde ich nicht gehen. Ja, mit Sprint. Also quasi vor Sprint und direkt springen, ja? Mhm. Okay, bist du bereit? Ja. 3, 2, oder warte, warte, warte. Wenn wir stürzen, müssen wir irgendwie nach links, okay? Ja, okay. Okay. 3, 2, 1, go. Stark, stark. Okay, jetzt ganz ruhig. Okay, der fährt ziemlich weit hinter. Der andere fährt nicht so weit hinter. Loslaufen, wenn die sich mittig treffen? Nee. Ich würde loslaufen, wenn der Rechte, also von uns aus rechts, der kommt näher zu uns. Mhm. Und der andere fährt näher ans Ende hinter. Das heißt, ich glaube, ich würde loslaufen, wenn der Rechte von uns jetzt an der Stelle ist. Dann kommt er uns entgegen und also wir wenn laufen. Wenn der hinten ist. Genau, dann ist der Linke nämlich ganz hinten und kommt uns dann nochmal entgegen. Mhm. Und so müssen. Und so, glaube ich, kommt uns keiner von denen hinterher, weißt du? Okay. Na, sollen wir so machen? Ja, machen wir so. Okay. Also, lass uns die nächsten auch noch warten und dann legen wir los. Okay. 3, 2, 1, go. Schön. Alter. Nice. Richtig gut. Richtig gut. Wo sind wir denn hier? Sind wir jetzt hier in der Mall? Gleis 9, 3 Viertel? Nee, 14. Scheiß Muggel. Oh, schau mal, das ist doch mal schön hier. Boah, wenn da irgendein jetzt, Zug jetzt gleich kommt. Da ist doch ein Zug. Alter, wenn der jetzt hier rückwärts runtergerast kommt, ne, und dann zack, unten. Okay, wir müssen uns, glaube ich, drauf vorbereiten, oder? Gibt's einen anderen Weg? Guck mal, der kann der auch gar nicht, also würde ich jetzt einfach mal aus meiner Arroganz her so droppen, der kann ja gar nicht durch ein Fenster fahren. Du hast es selbst gesagt, Digga, deine Arroganz. Meine Arroganz, ja, die wird uns jetzt hier runterkicken. Da rechts vielleicht. Guck mal, wir könnten da runter. Ich weiß nicht, was es da gibt, ehrlich gesagt. Lass uns mal kurz mit dem Zug da geradeaus gehen, ob es da irgendwas. Ich glaube, das hier rechts ist einfach nur ein. Nee, ich glaube, dass rechts der offizielle Weg weiter ist. Meinst du? Mhm. Ich glaube, dass hier was versteckt sein könnte. Nee, guck mal, da links geht's doch nach oben. Und wenn man da rechts runterfällt, dann kommt man wahrscheinlich einfach nur an, oder? Also wenn wir hier links lang gehen, dann kommen wir auf alle Fälle hoch, würde ich sagen. Ja, stimmt, hier kommen wir nicht weiter hoch. Das könnte möglicherweise einfach nur so ein, also entweder ist dann Flügel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass wir eh nicht mal ansatzweise alle Flügel bekommen. Ich glaube, wir sind schon an einigen vorbei. Aber guck mal, da wo jetzt der Balken ist, wo wir rübergehen, ja, da haben wir gar keine Chance, irgendwie nach oben zu kommen. Ich glaube, das ist möglicherweise einfach nur eine Chance. Ein Checkpoint. Ja, genau, ja. Zum Unterfallen. Ja gut, dann lass uns hier weitergehen. Warte mal. Kann ich da okay. Kann ich da hochspringen? Gut. Ja, ich glaube, wir müssen da halt zwischen den Zug und die Fahrbahn springen, weil sonst rutschen wir runter. Ja.
Also mit Anlauf dann durch. Okay, ready? Mhm. 3, 2, 1, go. Stark. So, ja. Sehr gut. In meinem Kopf haben wir uns beide die Rübe an und fliegen den ganzen Mal dumm, dumm. Und beide stürzen wieder ab. Okay, ja, dann springen wir jetzt halt so rüber, oder? Ja. Okay. 3, 2, 1, jump. Schön. Okay. 3, 2, 1, jump. Schön. Nice. Aber warum ist hier so viel Platz? Das gefällt mir gar nicht. Dieses Spiel wiegt uns gerade in Sicherheit. Stop right there! Halt! You're trying to take the subway to escape. Really? Seems we have a little problem here. No humans ever made it this far before you. Such naivete. You gave them a car. And you're surprised they've made significant progress. Make sure not a single subway is operational. We must not hand them freedom on a silver platter. At your command, Chief. I'll make sure all the subways remain out of service right away. Sind sie doch sowieso. Echt so. Was ist das? Die könnten wirklich mal uns ein bisschen helfen, so anstatt hier so rumzuprovozieren. Okay. Sollen wir einfach weiter? Wir sind vielleicht noch echt nicht weit. Wir sind, glaube ich, noch nicht mal bei einem Viertel, ja? Ne. Oh, ja. Sollen wir einfach links rüberspringen hier so? 3, 2, 1, go. Tja, warum kann ich das nicht so cool? Ah doch, es geht. Kann es sein, dass die das irgendwie ein bisschen verbessert haben? Es kommt mir so irgendwie easier vor, dich zu hoch zu ziehen. Weiß ich nicht, ist gut möglich. Okay. Na gut, also jetzt hier rüber. Ich würde uns gern loben für das, was wir bisher gemacht haben. Nein, das so, machen wir nicht. Ich bleib so, wie ich, du Oberchicke. Halt, stopp. Oh Gott, was ist das denn, Alter? Oh nein, das ist auch noch rund, das heißt... Da rutschen wir, oder? Kann gut sein. Boah, Scheibenkleister. Boah, und da geht's auch so weit runter, wenn wir das verkacken. Ja, da müssen wir, glaube ich, schnell sein. Aha. Okay. Cool. Ready? Mhm. Okay, wie machen wir das? 3, 2, 1, go. Wir springen und dann 3, 2, 1, go. Möglichst schnell weiterspringen, oder? Ja. Okay. Wenn wir abstürzen. Müssen wir... Ich glaube, das passt. Ich habe gerade überlegt. Ich könnte auch vorspringen. Ich könnte mal springen und du versuchst mich zur Not zu fangen. Okay, dann probier's. Weil ich glaube, so weit ist es nicht. Ja, könnte Soll passen. Ich? Probier's. Puh. Naja, man kann sich hier schon halten. Ich komm jetzt. Nein. Oh nein, jetzt bin ich unten. Nein, 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 nein. Rechts, 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 rechts. Nein. Nee, nee. Oh, Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Ach, das gibt's doch nicht. Es war genau die Rundung, die wir uns dachten. Es war genau die Scheiße, die wir uns dachten. Wir hätten uns einfach festhalten können, gell? Also es ist ein rundes Ding und du kannst dich da festhalten und er zieht sich hoch. Und dann stehst du relativ stabil. Es ist wie ein Fass. Ja gut, wir wissen es fürs nächste Mal. Gut, beim nächsten springen wir drauf. 3, 2, 1, go. Warten, warten, warten. Und ab. Okay, da müssen wir wieder diese Leiter hoch. Weißt du, wie viel... Oh, okay, komm. Aber wir dürfen jetzt nicht in Rush-Hour geraten, ne? Also, nee. Das müssen wir schon irgendwie ruhig machen. Nee, du hast recht. Nicht, dass es wie damals ist. Ja, bei den Knochen. Okay. Nein, nein, nein! Wow, wowie, wowie! Okay, wir haben's, alles gut. Okay. 3, 2, 1, go. Und weiter. Achso, nee, warte. 3, 2, 1, go. Und weiter. Jawohl. Oh, sind wir hier wieder? Ja, wir haben 200 Meter verloren, Digga.
schon deftig. Ja. Ja, das ist deftig. Oh, Mann, und das kurz vor Ende der Aufnahme. Es lief so gut, Digga. Es lief so fucking gut. Ich hab da eine Idee. Und zwar? Den Spielstand laden. Wir machen einfach so einen Cut mittendrin, sagen, oh, da ist was schiefgegangen. Wir mussten noch mal laden. Und dann sind wir einfach wieder bei der Station. Ehrlich. Ich glaube, das Schwierigste bei dem Spiel wird sein, dass wir nie andeuten dürfen, ob wir in der Folge abstürzen oder nicht. Weil sonst schauen sich die Leute das nicht an, wenn sie sagen, ja gut, die sind, wenn die Folge heißt, und schon wieder 600 Meter verloren. Ja. Oder wir täuschen. Endlich bei 1300 Meter. Endlich fertig mit dem Spiel. Part 286. Oh je. Yeah. Guck mal, zack, sind wir wieder bei 500. Ist doch nice. Easy. Und, Floki, was ist schlimmer? Hier die Hindernisse oder das Aiming mit den Waffen von Sank? Hä, hey, was ist hier los? Achso, wir müssen diese Hebel drücken. Ah ja, stimmt. Das ist eine sehr gute Frage. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Aber da kamen jetzt auch Updates, ne? Frankenland. Kommt nicht hoch. Echt? Ja. Gestern, glaube ich. Was für Updates? Ich glaube, ich habe gestern irgendwas gelesen. Auch gerade mit dem Aiming wurde verbessert. Oh toll, und ich habe heute eine Rezension geschrieben, wo ich das kritisiert habe. Lass uns direkt ans Gitter springen. Okay. Oh, vorsichtig. Das ist der Onkel. Ja. Der hat uns auch schon mal böse Kopfschmerzen bereitet. Ja. Okay, und ab. Oh, der Onkel da unten aber auch. Noch nicht. Warum nicht? Ich war noch nicht bereit. Jetzt. Okay. Still here. You're more resilient than I anticipated. Halt die Fresse. But don't harbor any illusions. Oh Gott. Das ist wieder das Ding. Oh ja, dass wir von der Seite machen müssen. Ja, einer nach dem anderen, gell? Mhm. Okay. Ready? Ich mache als Erster. Okay. Ich hasse es. War schon sehr smooth. Ich hasse es. Du hast deine kassiert, oder? Ganz leicht hast du das. Ich glaube, ganz leicht habe ich kassiert, ja. Okay. Oh, stark, ich bin weg. Warte. Stark, okay. Oh, das ist gut, dass wir das so machen. Uiuiui, Flug. Gekonnt! Okay, nehmen wir den nächsten gleich? Gekonnt, ungekonnt, ja, können wir machen. Ich habe trotzdem Angst hier vor. Das wird schon, okay. Oh. Schön. Ja. Okay, rüber. Okay, da kommst du. Ja. Rüber? Okay. Okay. Oh Gott, da kommen die Baumstämme jetzt erstmal. Und rüber. Was kommt? Die Baumstämme. Och nee. Ja, die sind so ein bisschen, die haben so einen miesen Shape. Okay, ready? Nee. Ich habe jetzt schon wieder schwitzige Hände, Digga. Ja, ich auch. Ich glaube, das lag nicht am Sommer. Nee. Okay, 3, 2, 1, jump. Oh. Okay. Oh Gott. 3, 2, 1, jump. Oh. Alter. Yikes. Jetzt sind wir gerade echt lucky. Mhm. Okay. 3, 2, 1, go. Nee. Oh, man kann sich festhalten. Ehre. Also ein bisschen Ehrgefühl hat das Spiel. So ein Müh. Sollen wir weiter oder sollen wir die Folge für heute beenden? Ach ja, sind wir schon bei 30. Ja, dann lass beenden. Okay. Gut, ihr Lieben, wir sehen uns übermorgen wieder. It's Chained Together. Es ist aufregend.
Haut rein. Bis dahin. Tschö. Ciao, ciao.